Wenn wir, liebe Schwestern und Brüder, heute die heilige Brigitta feiern und sie zugleich feiern, nicht nur als Heilige, sondern als Patronin Europas, dann wollte uns mit dieser Entscheidung Johannes Paul II. Vor Augen stellen, dass sie so etwas in ihrer Lebensbewegung wie ein Kreuz auf den europäischen Kontinent gezeichnet hat. Vom skandinavischen Norden, ihrer Heimat, nach Rom, sich bemühend um den im Westen hockenden Papst in Avignon und schließlich noch ihren Lebenstraum zu erfüllen in den Orient, in den Osten, in die Ursprungsregion unserer Religion aufzubrechen. Man fragt sich, woher nimmt eine solche Frau, die zuerst verheiratet war, 8 Kindern das Leben geschenkt hat, woher nimmt sie eine solche Energie, nachdem sie sich nicht wieder verheiratete, noch einmal in ein ganz neues Leben aufzubrechen? Aber es ist kein ganz anderes Leben. Es ist ein christliches Leben. Woher nimmt eine solche Frau die Energie? Woher nimmt sie die Energie für all ihre Briefe? Dafür, dass sie dem Papst ins Gewissen redet, der zu dieser Zeit, wir befinden uns im 14. Jahrhundert, sich anschickt, nichts mehr zu sein als ein italienischer Landesfürst, aber auch gar nichts mehr. Politik ist das große Stichwort. Er steht unter der Fuchtel des französischen Königs. Das Papsttum, wie wir es vielleicht die letzten 200 Jahre kennen, ist tot. Wir kennen eine andere große Heilige, die sich den Mund fusselig geredet und die Finger wund geschrieben hat, Katharina von Siena. In diese Kategorie gehört Birgitta von Schweden. Sie ist eine entschlossene, mutige Frau und wenn sie sich einem Mann entgegenstellt, sofern wir bei diesem Papst dann von einem Mann reden können, weiß sie, mit wem sie es zu tun hat. Diese Gegnerschaft nimmt sie gerne auf. Aber woher nimmt sie, wie man damals zu sagen pflegte, eine schwache Frau, die Kraft? Vielleicht klingt es für unsere Ohren schon, und man muss sagen, leider, ermüdend oder langweilig, weil es immer das Gleiche ist. Und wenn wir uns heute fragen, woher nehmen wir die Kraft? Wenn wir konfrontiert sind mit Lebensentwürfen, die eben nicht ein ganzes Leben lang andauern, sondern die plötzlich in der Mitte abbrechen, weil unser Leben auch länger dauert als damals, die Lebenserwartung ist höher und wir uns noch einmal ganz neu aufstellen müssen. Auch dafür ist Birgitta eine wunderbare Patronin. Sie hat sich das möglicherweise alles anders vorgestellt. Aber es gibt diesen großen Einschnitt und dann stellt sie sich neu auf. Und wenn man als Antwort auf das Evangelium verweist, dann antworten wir heutzutage manchmal mit einem Gähnen. Och, das Evangelium. Was sagt uns Christus heute im Evangelium? Wer nicht in mir bleibt, kann keine Frucht bringen. Wenn wir heute darüber nachdenken, wie die Kirche fruchtbar sein kann, wie sie auch in den veränderten Kategorien, die uns umgeben, in dem das etwas abbricht und etwas Neues beginnen soll, dann können wir nicht den Weinstock ausreißen, der unsere Verbindung ist, und sagen, lasst uns mal was anderes anpflanzen, lasst es uns mal mit Kaffeebohnen versuchen oder Bananen, das ist auch schön. Kann man sicher gut Geld mitmachen, mag stimmen. Aber es ist nicht mehr die Fruchtbarkeit des Reiches Gottes. Christus ist der alleinige Bezugspunkt für uns, wenn wir fruchtbar sein wollen. Christus wird unser Bezugspunkt sein müssen, wenn wir uns neu aufstellen müssen. Alles andere ist ein Weg ins Nichts. Und Christus ist es, der neu über unseren Kontinent ein Kreuz zeichnet. Nicht im Sinne von, wie wir das dann schnell kombinieren als Zwangsbekehrung oder als Zwangsbeglückung. Nein, durch das entschiedene Lebensbeispiel, etwa einer mutigen Frau aus dem 14. Jahrhundert, wie es Birgitta von Schweden war.